767 Tage und 7 Stunden liegen zwischen diesem Moment und der Eröffnung des neuen prächtigen Erlebnisquartiers am Wolfgangsee. Die Talstation der Schafbergbahn wurde im März 2021 abgerissen und in der Zwischenzeit vollständig neu gebaut. Auch dieses Bild ist mir noch immer in Erinnerung, wo quasi das Logo der Schafbergbahn, das jahrelang hier ein Teil des St. Wolfgang war, abgerissen hat. Und damals haben wir uns alle gefreut auf das. Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Aber heute, 2 Jahre später, sind wir stolz drauf, dass wir dieses Gebäude für die Region, für den Tourismus am Wolfgangsee geschaffen haben. Das neue Erlebnisquartier besteht aus einem Ticketbereich mit Shop, einem Museumsbereich mit einer historischen Schafbergbahnlok und einem topmodernen Restaurant, das sowohl für die Fahrgäste als auch für alle anderen Genießer geöffnet sein wird. Das Erlebnisquartier dient zusätzlich als Event-Location mit Traumkulisse, zum Beispiel für Hochzeiten. Hochzeitenanfang haben wir natürlich, also bis zu 300 Leute. Und wie wir das handeln, ob das jetzt Menü ist oder Flying Buffet, also da stellen wir uns dann auch gerne auf die Gäste ein, was sich das Hochzeitspaar oder die Gäste wünschen. Also da sind wir recht flexibel und auch von der Umsetzung her. Also für uns ist das eine spannende Zeit, weil alles neu ist eben. Die Idee von unserer Küche ist, dass wir heimische Produkte einbeziehen. Das spiegelt sich halt bei uns in der Karte wieder. So soll das Erlebnisquartier in Zukunft eine zentrale Drehscheibe sowohl für den Tourismus, aber auch für die Menschen in der Region rund um den Wolfgangsee werden. Das Gebäude hat starke Symbolkraft für die gesamte Region, auch für die Modernität des Unternehmens der Salzburger AG. Es ist ja so, das ist so eine zauberhaft schöne Gegend, aber es ist wichtig, dass hier sozusagen nicht nur die Tradition und das Romantische vorherrschend ist, sondern auch Zuversicht und Dynamik in die Zukunft, auch mit zeitgemäßen Ausdrucksweisen im Bau selbst. Und das ist hier wunderbar gelungen. Ich bin ganz begeistert davon, wie großartig es gelungen ist, an diesem Kraftplatz mit diesem großartigen Blick einerseits auf die Schafbergbahn, andererseits auf die Schiffe und den See, ein Gebäude zu schaffen, das noch dazu unser Nachhaltigkeitsversprechen einlöst, dominierendes Bauelement Holz, Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, rundum gelungen. Ein großes Erlebnisquartier erfordert auch viel Personal. Für die kommende Sommersaison werden vor allem noch Praktikanten gesucht. Alle Infos zu allen Karrieremöglichkeiten, Fahrplan und alles zum neuen Erlebnisquartier finden Sie entweder direkt in St. Wolfgang oder auf www.5schätze.at.